warum die ehemaligen Mitarbeiter des Zoll der DDR kein Verpflegungsgeld anerkannt bekommen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Am 27. Juni 2019 hat das Bundessozialgericht höchstrichterlich Recht gesprochen und hat gesagt, dass die Mitarbeiter des Zoll, der Sonderversorgung Zoll DDR, keinen Anspruch auf das sogenannte Verpflegungsgeld haben. Zum Hintergrund nochmal, wir haben in der allgemeinen Rechtslage vier Sonderversorgungssysteme für die ehemalige DDR. Das ist einmal die NVA, einmal die Polizei, also MDI der DDR, dann die Zollverwaltung und die hauptamtlichen Mitarbeiter des MFS, in Kurzform Stasi genannt. So, und für einige dieser Sonderversorgungssysteme wurde das sogenannte Verpflegungsgeld in mühevoller Rechtsprechung der Landessozialgerichte durchgeboxt. Das heißt also zum Beispiel für die Mitarbeiter der Polizei der ehemaligen DDR gibt es jetzt fast eine einheitliche Rechtslage in Ostdeutschland, so dass zum Beispiel in Sachsen-Anhalt die meisten Polizistinnen und Polizisten der ehemaligen DDR das sogenannte Verpflegungsgeld für die Rentenerhöhend anerkannt bekommen. Aber für den Zoll hat das Bundessozialgericht gesagt, gibt es das nicht. Und zwar aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Denn das Verpflegungsgeld ist nach Auffassung des Bundessozialgerichts kein anrechenbares Arbeitseinkommen. Denn dieses Verpflegungsgeld des Zolls wurde von der Arbeitgeberseite, also von der Zollverwaltung, ausschließlich wegen betriebsfunktionaler Zielsetzung gezahlt. Das heißt also, das war weder steuerpflichtig nach bundesdeutschem Recht noch Arbeitseinkommen nach bundesdeutschem Recht. Und hier hat das BSG noch auf eines hingewiesen. Man betrachtet grundsätzlich immer diese Besoldungsordnungen, die es für den Zoll gibt, auch die Befehle. Das war also eine ganz komische Sache, was damals in der DDR abgelaufen ist, dass vieles auch sozusagen mit Befehlen abgelaufen ist. Und da wurde halt eben festgelegt, wer unter welchen Voraussetzungen Anspruch auf das Verpflegungsgeld hatte. Und das wird jetzt hier vom BSG auch revisionsrechtlich überprüfbar umgesetzt und die zerstrittene Rechtsprechung der Landessozialgerichte ist beendet, dem wurde ein Riegel vorgeschoben. Das heißt also, leider ist es so, die Mitarbeiter des Zolls haben keinen Anspruch auf das rentenrechtlich zu erhöhende Verpflegungsgeld. So hat es das BSG am 27. Juni entschieden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.